Moin Moin und willkommen, der Sheriff mal wieder hier. In diesem Video möchte ich euch meine persönliche Meinung über Battlefield Hardline geben. Und eigentlich hat ja schon jeder Hinz und Kunz schon irgendwas über Hardline gesagt. Und ich bin auch sicher, dass meine Zuschauer im Prinzip bündige Spieler sind, die schon irgendwie wissen, was sie wollen. Ja, nichtsdestotrotz möchte ich jetzt am Ende der Beta einfach mal meine Meinung loswerden und vielleicht kann ich ja doch noch den einen oder anderen bei einer Kaufentscheidung helfen, sollte man sich noch nicht vollständig entschieden haben. Nun aber zum eigentlichen Thema und auch direkt zur Antwort, ob ich den Kauf von Hardline befürworten kann oder nicht. Meiner Meinung nach, nein. Hardline lohnt sich meines Erachtens nicht und das auf verschiedenen Ebenen. Und wenn ihr jetzt euch noch dafür interessiert, warum ich das so sehe, dann müsst ihr den Rest des Videos jetzt auch noch gucken. Meine Meinung beruht so auf 4 Stunden Gameplay, das ist sicherlich eine solide Basis, kann man aber natürlich nicht als vollständig umfängliches Urteil dann sehen, weil 4 Stunden sind nur 4 Stunden und zumal ja noch der ein oder andere Patch sicherlich zum Release nachkommen kann, auch wenn das jetzt sicherlich auch nicht mehr die ganz großen Bäume ausreißen wird. Aber diese 4 Stunden reichen wohl, um sich so insgesamt einen Eindruck zu verschaffen und für eine Ersteindruck sowieso und für eine Kaufentscheidung ja auch, weil die ersten 4 Stunden müssen ja schon Spaß machen, ansonsten mache ich ja gar nicht weiter. Wie sich das, denke ich, für eine richtig ordentliche Kritik gehört, fängt man erstmal mit positiven Dingen an und positive Dinge hat Hardline zweifellos. Zum einen kommt erstmal ein guter, schöner Schwung an neuen Spielmodi in das Spiel. Mit Haste, Hotwire und anderen Modi kommt was in das Spiel, was man jetzt noch nicht so häufig gesehen hat und damit halt auch einfach ein frisches Spielerlebnis. Dazu kommen noch ein paar nette, schöne Detailverbesserungen, wie zum Beispiel eine bessere Punktevergabe beim Objective-Spielen oder auch einfach nur diese implementierte Anzeige auf der Minimap, dass man sieht, wann man eine Flagge einnimmt und wann nicht. Das sind so kleine Detailsachen und die macht Hardline teilweise sehr, sehr gut und auch viel, viel besser als Battlefield 3 oder 4. Auch das Gunplay hat mir gefallen, denn der satte Recoil, der ist echt fein. So hätte ich das gerne auch in Battlefield 4 gesehen, dass die Waffe dann auch mal ordentlich durch die Gegend springt, wenn man mal ordentlich draufhält. Auch das Unlock-System, wie man Waffen freischaltet, dass man sich die Visiere und Waffen halt selber aussuchen kann und einfach nur sein Geld, also die Punkte des Spiels, quasi einsetzt, um irgendwas freizuschalten, finde ich auch super. Auch das hätte ich gerne für Battlefield 4 so gesehen. Auch, dass jetzt die meisten Dächer im Prinzip über 2 oder 3 Wege zu betreten gibt, ist eine super Sache. Also es gibt verschiedene Dächer in Battlefield 3 und 4, da kommt man einfach nur über einen Weg hin, zum Beispiel die Leiter auf Savot, zu diesen beiden Türmen hoch, das ist einfach nur grauenvoll. Da oben können sich dann Camper verstecken und die kriegt man nie weg, es sei denn, man spielt mit dem Helikopter. Das ist in Hardline nicht so. Meistens sind die Häuserdächer entweder über diese neuen schönen Ziplines oder über irgendwelche Leitern oder was der Henker was zu betreten. Und so kann man immer schön von verschiedenen Seiten kommen und überrascht die Camper. Also kann man sich da nicht mehr so festzecken. Das ist eine super Sache. Das hat immer schon gefehlt und das finde ich echt richtig gut. Also in vielen Dingen macht es Hardline gar nicht so verkehrt und in ein paar Detailsachen sind da ein paar echt nette Sachen drin, wo das Spiel auf jeden Fall auch Spaß macht. Aber jetzt kommen wir leider zu den negativen Dingen, die mir nicht so gefallen hat. Ich mache es jetzt einfach mal so, dass ich von weniger schlimmen Dingen zu immer schlimmeren Dingen komme. Also quasi von oben nach unten, könnte man sagen. Da wären zunächst erstmal so Kleinigkeiten wie die völlig albernen Animationen beim Spotting. Ja, ich meine den Mittelfinger beim Spotten. Das mit dem Mittelfinger, das ist zwar ein ganz schöner Gag, aber irgendwie finde ich es dann teilweise ziemlich albern. Genauso wie teilweise ein oder andere Voice-Over von den Gangstern, wenn die dann schreien, Homie down oder so. Ja, geht jetzt vielleicht wichtig, vielleicht ist es auch nicht meine Zielgruppe oder so, keine Ahnung. Finde ich aber ziemlich albern. Genauso, dass zum Beispiel in den Polizeiautos dann Musik läuft. Also ich erwarte, wenn ich in ein Polizeiauto bei einer riesen Megaschießerei reinsteige, dann erwarte ich da hektische Funksprüche etc. Aber das, was man im Intro hat, da ist ja auch so eine TV-Show, die ja sozusagen läuft. Dieses ernsthafte Thema, das schafft es halt nicht überall rein. Und an manchen Ecken und Kanten erscheint das Spiel ziemlich albern. Finde ich ganz einfach so. Gut, darüber kann man hinwegsehen. Wie gesagt, das ist für mich noch einer der wenig gravierenden Punkte. Das passt halt einfach nicht so richtig rein, weil ja auch das Spiel sich später im Singleplayer anscheinend recht ernst nimmt. Da nimmt man ja TV-Serien als Vorbild. Klar, zum Beispiel so ein Film wie Bad Boys nimmt sich auch nicht immer voll. Aber gleichzeitig nimmt das Spiel sich halt raus aus allen möglichen Ecken und Kanten, sich das Beste rauszupicken. Und wenn man halt Bad Boys mit
CSI verbindet, dann wirkt das halt öfter mal ein bisschen albern. Naja, wie gesagt, das ist jetzt eher so ein schwacher Punkt. Wenn das Gameplay stimmt, dann würde es ja nicht viel ausmachen. Die Grafik scheint zumindest in der Beta einen guten Schritt zurückgemacht zu haben zu Battlefield 4. Und ich finde auch manchmal zu Battlefield 3. Die Boden- und die Wandtexturen sind einfach nicht so knackig, wie ich das von einem modernen Shooter erwarte. Teilweise sind die Texturen schlechter als die aus Battlefield 3 und 4. 4 hat sehr, sehr gute Texturen. Das ist alles sehr, sehr scharf. Wenn das Spiel was kann, dann sind es Texturen. Und die sind einfach in Hardline alle so ziemlich breiig geraten. Und wenn der Sturm aufzieht und die Büsche, die zappeln so umher, das sieht einfach ziemlich, ziemlich billig aus. Da muss man das einfach mal so sagen. Also ich bin davon optisch überhaupt nicht beeindruckt. Und für mich muss ein Shooter nicht immer optisch auf allen Ebenen überzeugen, aber wenn es der Vorgänger im Geiste irgendwie besser gemacht hat, dann ist das einfach ein bisschen traurig. Ist das der nächste Punkt? Für mich auch nicht so gewichtig, wenn dann das Gameplay stimmen würde. Aber hier sind auch einige Probleme da, über die ich nicht hinwegsehen kann. Der Schaden von vielen Waffen ist sehr, sehr hoch. So macht zum Beispiel laut Symtik die Chris Vector K10 im Nahkampf 34% Schaden bei 1200 Schuss die Minute. Ist ein irres Schadenspotenzial und sorgt auch für eine sehr schnelle Time to Kill. Also sehr, sehr schnelle Kills. Hat man eine Begegnung, ist der Gegner halt sehr, sehr schnell tot. Wäre jetzt auch eine Geschmackssache und auch gar nicht so schlimm, wenn die Netzwerktechnik von Frostbite im Hintergrund das Ganze nicht dann boykottieren würde. Da ja auch immer noch die Tickrate von 30 Hertz hinterliegt, bedeutet das also im Praxisfall, dass die große Menge an Schaden, die durch die Chris Vector anfällt, nicht einzeln pro Kugel übertragen wird, sondern nur in festgegebenen Intervallen in Paketen. Und dann kommen halt immer wieder so One-Shot-Kills zustande, dann wundert man sich, warum man jetzt mit einem Schuss umgefallen ist, man wird um die Ecke getötet oder es gibt die berüchtigten Trade-Kills, dass man sich gegenseitig umschießt. All das schränkte DICE im Laufe von Battlefield 4 immer mehr ein. Man senkte den Schaden um 1%, so dass man eine Kugel mehr brauchte. Das hat dann die ganzen Trade-Kill um die Ecke-Kill und plötzlich mit einer Kugel-Kill-Geschichten ziemlich eingegrenzt und hat es weniger gemacht. Haben also aus ihren Fehlern oder aus ihrer Engine gelernt und haben sich daran angepasst. Im Nachhinein finde ich das auch die richtige Entscheidung. Aber Visceral, also der Entwickler von Hardline, hat gesagt, ja, wir haben auch aus der CTE gelernt, wir haben viel, viel gelernt. Aber anhand dieser Schadenswerte würde ich das jetzt mal zumindest in der Disziplin hier bezweifeln. Die hohen Schadenswerte werden sicherlich noch für den einen oder anderen Aufschrei in der Community sorgen. Und ich persönlich habe wenig Lust, nochmal irgendeinen Balancing-Prozess durchzugehen, den wir jetzt bei Battlefield 4 durchhaben, wo wir jetzt in Battlefield 4 ja eigentlich ziemlich ordentliches Gunplay letztendlich haben. Ein ganz anderer Punkt ist das Klassensystem. Das Klassensystem ist ja quasi in jedem Battlefield gewesen und war auch irgendwie immer ein zentraler Punkt im Gameplay. Jede einzelne Klasse muss für ein ideales Teamplay der anderen Klasse immer irgendwie zuarbeiten und damit die Schwächen der anderen irgendwie wieder ausbügeln. Das Klassensystem in Hardline wirkt aber irgendwie manchmal ein bisschen aufgesetzt. Das Spiel versucht hier irgendwie den Spagat zwischen einem Battlefield und irgendeinem ganz anderen Spiel und scheitert dabei, wie ich finde. Zunächst zum Beispiel erstmal die zwanghafte Umbenennung von irgendwelchen Klassen. Mir will's persönlich nicht in den Kopf, warum der Medic jetzt nicht mehr Medic heißen darf, sondern unbedingt Operator heißen muss. Aber auch hier, naja, sei es drum, Namen sind für mich auch nur Schall und Rauch. Man wird sich schon irgendwie an neue Namen gewöhnen. Was mir aber eher auffällt, ist, dass die Klassen oft tendenziell unwichtiger geworden sind. Klar, Operator heilt noch und er lebt auch noch weiter, aber der Mechanic, was macht der jetzt eigentlich? Hat seinen Raketenwerfer verloren, einen Granatwerfer dabei bekommen, aber was ist seine Aufgabe? Er hat ein Repair-Tool. Aber Fahrzeuge sind nun auch weniger. Und wie häufig habt ihr in Battlefield 4 oder in Hardline jetzt schon irgendwelche Autos repariert? Naja, äußerst selten bleiben noch die Helikopter und so weiter, die man jetzt auch nicht mehr so häufig antrifft. Also irgendwie hat der Mechanic irgendwie so ein bisschen an Bedeutung eingebußt und ist im Gameplay nicht mehr so wichtig. Hat noch starke Waffen, das möchte ich ihm lassen. Es wirkt in einigen Details einfach etwas undurchdacht. Der Recon, der Professional wird wohl kaum auf seine Minen verzichten. Der hat im Prinzip drei Gadgets zur Auswahl, die seine Klasse eigen sind. Und warum sollte man die Minen rausnehmen? Ich meine, man kann davon zwei verteilen, die verschwinden auch nicht, wenn man stirbt, kann sie überall hinkleben. Und Treppen sind zumindest im Moment gerne mal mit so 3, 4, 5, 6 Minen vollgekleistert.
Und dann kommen wir auch zum Punkt, zu meinem persönlichen Fazit. Ob jetzt nun die Klassenballons, die Grafik oder der Netcode gut oder schlecht ist, es ist alles vollkommen egal, wenn man sich einfach mal eines fragt. Was kann Hardline, wenn es Battlefield 4 nicht kann oder schlechter macht? Die Antwort kann hier im Prinzip nur sein, nicht viel. Wer oft Infanterie spielt, der findet auch in Battlefield 3 oder in 4 seine Spielmodi, die er auch nach eigenem Geschmack spielen kann. Unterm Strich bleibt also für eine Kaufentscheidung nur noch die Spielmodi übrig, die in Battlefield 3 oder 4 nicht gibt. Aber will ich dafür wirklich den Vollpreis bezahlen? Für ein paar Spielmodi? Dafür ist das Setting, wie gesagt, mir noch zu wenig authentisch und die guten Anteile von Hardline zu dünn gesät. Hardline ist zwar ein guter Shooter, aber ich finde nichts bei weitem nicht so gut wie die beiden Vorgänger. Man muss sich einfach mal vorstellen, was man machen würde, wenn jetzt ein Spiel rauskommen würde, was genauso ist wie Hardline, aber wo jetzt nicht Battlefield draufsteht. Dann hätte es natürlich erstmal nicht so eine Beachtung bekommen, kommt ja auch vom anderen Entwicklerstudio. Man hätte nur gehört, es ist auch auf der Frostbite Engine und dann hätte man es ausprobiert. Man hat gemerkt, oh, da ist ziemlich viel Ähnlichkeit zu Battlefield, sondern sehr, sehr viel Ähnlichkeit. Aber so richtig viel mehr kann das Spiel nicht wirklich. Auch der Umfang ist halt letztendlich nicht so groß wie in Battlefield 4. In Battlefield 4 haben wir mittlerweile jede Menge Karten und es kommen auch noch mehr Karten dazu, vor allen Dingen Nachtversionen und so weiter. Und Battlefield Hardline hat jetzt ein paar Karten, hat natürlich auch diese paar Spielmodi dabei, aber dann war's das auch. Gestern bei dem Event, was wir gespielt haben, haben wir halt den Hotwire-Modus ziemlich viel gespielt. Und dort haben wir das Ganze dann scherzhaft im Kreisfahrsimulator 2015 genannt, weil man wirklich ja eigentlich, wenn man Objective spielt, sich in ein Auto setzt und im Kreis fährt und es möglichst lange hält. Der Fahrer hat währenddessen ganz, ganz wenig zu tun, kriegt aber da die meisten Punkte. Also Objective ist da quasi im Kreisfahren. Und ich kann mir vorstellen, dass der Modus ganz, ganz schnell keinen Spaß mehr machen wird. Naja, das war jetzt meine persönliche Meinung. Ich würde empfehlen, für Leute, die so schwanken, zu warten, bis das Spiel ja so ungefähr in der Hälfte im Preis gefallen ist. Vielleicht so ab 25 Euro kann man da mal zuschlagen, dann hat man mal ein neues Spielerlebnis. So werde ich es zumindest halten und dann werde ich es mir vielleicht mal dann zu dem Zeitpunkt mal greifen und werde das dann mal rangehen. Aber vorher und vor allen Dingen zum Vollpreis von 50 Euro werde ich mir das nicht ziehen. Aber Reisende soll man nicht aufhalten, wie man so schön sagt. Wenn ihr darauf Bock habt, dann kann euch das keiner nehmen, das Spiel zu kaufen, denn letztendlich ist es ein guter Shooter und wenn man was anderes machen möchte und macht das Geld übrig, warum nicht? Also von daher kann man sicherlich Spaß haben. Aber schreibt doch mal in die Kommentare eure Meinung dazu. Ich bin sicher, der ein oder andere sieht das auch vollkommen anders und ich bin auch so sehr, sehr sicher, dass der ein oder andere einige Punkte, die ich als für und wider erwähnt habe, ganz, ganz anders sieht und da auch eine Meinung zu hat. Also von daher ab in die Kommentare damit. Aber ansonsten bin ich für heute durch. Ich wünsche euch noch viel Spaß, einen schönen Tag noch und ich bin raus. Bis dahin. Ciao, ciao.